Es ist immer wieder schön, wenn jemand, den man auch schon zumindest vom Schreiben her kennt, mal ein Reply einschickt. Und heute ist es so mit Editra. Vielen Dank an dieser Stelle und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Replay vom Leopard 1 auf der Karte Malinovka in der Standardausführung. Er ist selbstverständlich Top-Tier, wie soll es mit dem 10er auch anders sein, aber verhältnismäßig viele Achter. Also 10er sind es gar nicht so viel, 9er sogar nur einer in seinem Team, Gegner hat gar keinen 9er, dafür hat sein Team einen 10er und einen 9er mehr. Also kurioses Matchmaking, muss man sagen. Von dem der reinen Panzeraufteilung, muss man sagen, ist sein Team ganz klar im Vorteil. Also da verstehe ich auch den Matchmaker mal wieder nicht. Ich persönlich bin einer, der den Matchmaker jetzt nicht wirklich so krass schlimm findet wie viele andere. Weil wenn ein Spiel es schafft, in der Regel so irgendwo alle zwischen 40% und 60% Siegrate zu platzieren, dann ist das schon in Summe verhältnismäßig okay, weil es einfach zeigt, ja, die Überspieler verlieren auch mal und die schlechten Spieler können auch mal gewinnen. Aber hier, das ist natürlich einfach nur Quatsch. Das muss man ganz klar sagen. Aber hier schon mal zwei schöne Spots, die er da gemacht hat und natürlich auch dann die Kills, die da zustande gekommen sind dadurch. Auch schön, dass er getroffen hat, weil in dieser Hektik kann es mal ganz gern vor einem Schuss vorbeigehen, aber nee. Kühlkopf bewahrt und weggemacht. Jetzt mal den Blindshot da hinten reingesetzt, weil da steht natürlich auch immer sehr gern einer. So, da kommt auch noch mal eine ISO. Ja, auch die kriegt eine. Die kriegt da gut. Ja, jetzt ein Schüsschen noch, dann wäre sie weg. So, und da hinten LTTB. Was halt das Schöne am Leo 1 ist, dass man halt nicht weit vorhalten muss. Der Schuss kommt halt sozusagen fast instant da an, wo man ihn auch hinplatziert. Das ist sehr, sehr angenehm. Den Blind Hit, aber da war er jetzt scheinbar schon wieder fahrbereit und ist abgehauen. Oh, eine Grille. Grille 15 ist natürlich auch ein super Ziel. Die haut aber auch schon hier vorne ab, weil sie gemerkt hat, nee, die Stelle, die funktioniert nicht gut für mich. Aber jetzt kommt sie hier gleich nochmal in seinen Schuss. Ach, schade, dass der zwar getroffen, aber nicht durchschlagen hat. Ich hätte nochmal auf die Grille ist zu. Okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen, ich hätte nochmal auf die Grille geholzt, aber die war schon weg. So, T57 Heavy. Kein Problem. Oh, jetzt rushen sie da vorne den Ruh. ISO prallt ab. Er schafft es hier, die ISO rauszunehmen. Jetzt braucht der Ruh da unten eigentlich Hilfe, aber man kann ihm gerade nicht helfen, aber auch doch, der hat es hier sehr schön gemacht. Eigentlich hat es der die Badget sehr schön gemacht, wurde aber dann rausgenommen und zwar vom E100 und dann war es das auch schon wieder für die. Oh, Löwe, da kriegt er den ersten Hit der Runde rein, der auch durchschlägt. Aber 300 Schaden ist noch verhältnismäßig okay, aber steht schon 7 zu 4. Auf beiden Seiten ist schon jeweils ein 10er gefallen. Na, Panther steht da hinter dem Stein, auf den kommt er nicht drauf. Den T57 Heavy, der muss natürlich auch raus, aber das ist so ein tricky Gegner, weil im richtigen Moment draufgefahren kriegt man gar keinen Schaden, weil er vielleicht Reload ist. Im falschen Moment kriegt man richtig, richtig auf die Mütze, weil er eben den vollen Clip hat. Das ist nicht so ganz einfach. Aber T57 ist jetzt zerstört worden von seinem T57 Heavy, also das wenigstens ein Mexican Standoff fast schon. So, und jetzt scheint er sich den Panther da holen zu wollen. Macht ihn aber Proxy nicht auf, das heißt, er muss weiter wegstellen, weil sonst würde er hier aufgehen, allein schon aufgrund der Distanz, die er ja hat. Wenn der andere dahinter im Stein steht, geht man ja ab einer gewissen Distanz, ich glaube 25 oder 50 Meter, automatisch auf, selbst wenn er nicht im Sichtfeld ist. So, der Panther, der rennt da jetzt. Und man hat hier gerade schön gesehen, wie gesagt, wo der Schuss dann ankommt. Das passt einfach. So, jetzt muss man natürlich aufpassen, weil die Grille war ja hier hinten auch zuletzt irgendwo. Übrigens, ich bin auch stolzer Besitzer jetzt mittlerweile eines Leopard 1. Das ist mein neuester 10er. Auch da werde ich wahrscheinlich mal selbst mal wieder ein gespielt sozusagen oder ein Live von mir zeigen. Weil bei dem neuen 10er, das neueste Baby,
Das muss man natürlich auch mal ausführen. Im Stream, der ja immer regelmäßig am Donnerstag ist, mache ich es ja auch. Dienstag ist auch der Fall oder der Plan. Aber allerdings ist da meine Streampartnerin die Woche nicht da gewesen. Deswegen gab es diese Woche keinen Stream am Dienstag. Aber sobald Pupsatom wieder zurück ist, gibt es auch da wieder neue Ausgaben. Also Dienstag und Donnerstags könnt ihr da immer einschalten. Da streame ich mit abwechselnd Pupsatom und Ryukat. Ich glaube, ist ganz amüsant immer wieder. Der TVP. Au, oh, Grille 15 hat ihn jetzt am dicken 721er-Hit gegeben. Der T57 Heavy. Der flamed da sein Team, hat aber in der Runde gefühlt nichts anderes getan, als hinten zu campen. Also das muss man sagen, naja. Nicht so smart. Ah, schade. Jetzt hat er den ST rausgenommen. Bulldog konnte ihn aber Gott sei Dank wenigstens noch wegholen. Es ist aber auch die Frage, wo ist diese Grille? Da ist der R100. Hinten rein, aber brennt in dem Fall nicht. Aber er ist nicht aufgegangen dabei. Sein Spotting jetzt alles. Jetzt kettet er den hier. Das heißt, jetzt auch noch den Unterstützung. Also er macht hier bisher eine super Runde, aber die Kills fliegen nicht so wirklich mit. Ja, Löwe hat gar keine schlechte Kanone, sieht man hier mal wieder. Jetzt konzentriert er sich natürlich auf den Löwen, aber auf den Helm ist es nicht so einfach. Jetzt ist er offen. Kann natürlich der R100 wieder von rechts sein. Da ist die Grille. Na, schade, der ging ins Haus. Sonst wäre der gar nicht schlecht gewesen. Zumindest von der Idee auch. So, wo ist denn der R100? Weil der natürlich, wenn er ihm eine reingibt, dann war es das für ihn. Dann ist die Runde beendet. Da ist er. Jetzt ist er aber weg. Wurde gerade vom Typ 5 schwer weggemacht. So, und jetzt hier noch Löwe. Nimmt den T57 Heavy raus. Und der Panther grippt ihn auch da noch ein. Auto-Aim auf den Panther. Das heißt, er fährt hier den Löwen damit. Der kommt nochmal durch, aber jetzt war es das für ihn. Damit ist die Runde beendet. Legt sich zwar zwei Kills nur, aber 10 Vehikel hat er beschädigt. Das ist schon mal die eine Sensation. Der Schaden 6300 finde ich auch sehr gut. Aber Schaden unterstützt 5300. Also das ist auch ein wahnsinnig beachtlicher Wert. Und dementsprechend eine schöne Runde. Mir hat sie wirklich gut gefallen. Und ich hoffe, dass ich auch bald sowas mit dem Leo 1 hinbekomme. Ansonsten, ich kann euch sagen, viel Spaß weiter an euch mit World of Tanks. Macht's weiterhin gute Runden. Schickt es mir. Ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.